Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben endlich nach so unglaublich langer Zeit die Leaderboards, die uns schon im Oktober 2018 versprochen worden sind. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben April. Das ist Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Fast 7 Monate hat es gedauert, bis wir unsere Leaderboards endlich bekommen, so wie es sich in jedem COD gehört, so wie wir es schon in COD 1 hatten, was vor vielen, vielen Jahren rauskam. Aber Activision und Treyarch wären ja nicht Activision und Treyarch, mittlerweile, früher waren sie besser als heutzutage, wenn sie nicht aus dem Ganzen auch noch Geld ziehen würden. Und jetzt würden sich einige denken, das ist nicht dein Ernst, Chappy, die wollen jetzt nicht ernsthaft, dass wir Geld für die Leaderboards bezahlen. Nein, so ist es nicht, aber ihr könnt es machen. Gestern gab es die Ankündigung, nachdem 7 Monate komplette Ruhe war und keiner von uns erfahren hat, was mit Leaderboards passiert, warum wir sie im Spiel nicht haben und, kam bei Twitter die Ankündigung von Call of Duty und ich werde sie euch nicht vorenthalten, ich muss sie euch erzählen. Ich bin wirklich absolut sprachlos und das Ganze hat, nachdem wir ja schon dachten, dass Activision mit der Geldgeilheit gar keinen Schritt nach oben mehr machen kann, es hat noch 3 Schritte nach oben gemacht. In der Twitter-App, da könnt ihr auch mal reinschauen, auf den Twitter-Account von Call of Duty, ist gestern eine ganz kurze Info im Prinzip zu den Leaderboards rausgekommen. Und zwar, die haben sich dafür entschuldigt, dass damals fälschlicherweise gesagt wurde, wir kriegen die Leaderboards im Game. Das wird nicht geschehen. Und jetzt passt auf, was die Begründung ist. Leider haben in der Vergangenheit zu viele Leute angeblich Probleme gehabt, das Leaderboard zu öffnen. Die Menschen, die dieses Spiel spielen, sollen ein Problem damit gehabt haben, ein Leaderboard zu öffnen. Wenn ihr mal an Black Ops 3 denkt, da war das ein Klick. Bei Black Ops 1, da waren das 2 Klicks. Einmal in Start und dann nach unten auf Leaderboard. Das sind 2 Klicks gewesen. Das konnte man während den Runden machen, das konnte man nach den Runden machen, immer, immer, immer. Jetzt wollen sie uns erzählen, dass wir die Leaderboards nicht bekommen, weil es für den COD-Spieler zu komplex ist, das während den Runden zu öffnen. Nicht, dass das schon frech genug ist, aber, und jetzt kommt es, Leute, wir haben trotzdem die Möglichkeit für Leaderboards. Die Statistiken werden nämlich durchgängig aufgezeichnet. Sie müssten nur in das Spiel integriert werden, aber da ist kein Interesse dran. Die Leute sollen das Spiel spielen, ohne sich mit Leaderboards ablenken zu lassen. Stattdessen bekommt ihr, und das blende ich euch hier ein, die Companion-App. Diese App erlaubt euch, eure Stats zu sehen, bis zu einer gewissen Weise. Leider keine genaue Prezi bei einzelnen Sachen. Leider sind diese Stats teilweise falsch, aber es ist offiziell ein Leaderboard. Und jetzt passt auf, was die Erklärung ist, warum wir es per App bekommen und nicht einfach so ins Spiel integriert. Es ist Activision und Treyarch, das sind die größten Spielehersteller, Entwickler und sonst was, die wir auf der Welt haben. Der Grund, warum wir das Ganze als App bekommen, ist, und jetzt haltet euch fest, es sei für den COD-Spieler einfacher, während 2 Runden sein Handy in die Hand zu nehmen, die App zu öffnen, die übrigens alle 10 Sekunden abstürzt. Ich hab's probiert. Also, Handy in die Hand nehmen, App starten. In eurer App müsst ihr euch anmelden mit eurem PSN-Account. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr auf die Statistiken gehen, die euch angezeigt werden. Von da aus müsst ihr auswählen, ob täglich, wöchentlich, monatlich. Und dann müsst ihr noch auswählen, ob Vergleich mit Freunden oder nicht. Und ihr müsst auswählen, ob für Blackout, für Multiplayer oder für Zombie. Das heißt, es ist für uns alle anscheinend einfacher, wenn wir die scheiß App in die Hand nehmen, mit dem scheiß Handy in der Hand, während wir zocken wollen, um unsere Statistiken zu sehen. Während wir die Kontrolle ja schon in der Hand haben. Es ist ja nicht so, dass wir gucken wollen, wenn wir offline sind. Wir wollen das sehen nach einer Runde. Wir wollen das sehen, wenn wir mit Freunden unterwegs sind. Nein, diese Möglichkeit wird es in Black Ops 4 nicht geben. Activision hat gesagt, es ist leider zu kompliziert, das Ganze so zu regeln. Deshalb bekommen wir die Companion-App. Und wenn man jetzt denkt, okay, man hat ja wenigstens die Companion-App. Passt auf, die App stürzt andauernd ab. In der App gibt es so unglaublich viel Werbung, weil Activision sich dafür bezahlen lässt, dass diese App läuft. Das heißt, Werbeunternehmen haben Activision dafür Geld gezahlt, dass sie dort Werbung machen können.
Und damit das nicht ganz ausreicht, gibt es noch Special Deals in dieser App, die euch versprechen, dass ihr einen Boost bekommt im Schwarzmarkt, dass ihr Dinge bekommt, die euch irgendwie helfen im Game und, und. Das, meine Freunde, ist, nachdem wir das Spiel für 60 Euro gekauft haben, den Black Ops Pass für 50 Euro gekauft haben, einzelne Waffenvarianten für 20 Euro kaufen, für 28 Euro ein Nahkampfmesser kaufen, für 5 Dollar ein Sticker kaufen. Das ist nach all dem hier tatsächlich die nächste Stufe von Treyarch und Activision. Nun sollen wir auch noch für die Leaderboards auf unser verkacktes Handy gehen, um uns da anzugucken, wie unsere Statistiken sind und wie es aktuell aussieht. Ganz ehrlich, Leute, das haut allem, was wir von Activision bisher bei diesem Teil gesehen haben und auch bei Black Ops 3, absolut die Latschen aus den Füßen. Ich kann es nicht verstehen. Wir sitzen in der Runde, spielen unsere Runde und haben unseren Controller in der Hand. Und während wir unseren Controller in der Hand haben, müssen wir aber, wenn die Runde vorbei ist, den Controller weglegen, das Handy in die Hand nehmen, die App starten, in der App genau suchen, was wir wollen, können das nicht direkt vergleichen und müssen dann das Handy wieder weglegen, um dann den Controller wieder in die Hand zu nehmen, um dann wieder loszuzocken. Anstatt uns die Möglichkeit gegeben wird, nach der Runde auf Start, Leaderboard zu drücken und zu sehen, auf welchem Platz bin ich in Herrschaft auf der Welt, auf welchem Platz ist mein Kumpel in TDM auf der Welt. Wie ist meine Waffenprezi? Wie viele Headshots habe ich mit der Waffe? Wie viele Kills habe ich mit der Waffe? Nein, diese Option wird uns nicht gegeben. Das, meine Freunde, ist absolut die Grenze von allem Guten, was wir bisher gesehen haben. Ich bin absolut sprachlos und weiß absolut nicht mehr, was ich sagen soll. Schreibt bitte einmal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Braucht ihr die Leaderboards überhaupt? Sind sie euch mittlerweile scheißegal, weil ihr Spiel aufgegeben habt? Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem neuen Modell von Activision haltet. Also ich bin tatsächlich fasziniert, weil die Jungs und Mädchen dort wissen anscheinend ganz genau, wie man aus dem größten Haufen Scheiße tatsächlich noch Geld rauszieht. Ich grinde aktuell sehr, sehr viel Black Ops, das Spiel macht mir sehr, sehr viel Spaß und versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit haben, Leaderboards einzusehen, aber nicht fehlerhafte Leaderboards und nicht, dass wir dafür eine Handy-App öffnen müssen, bei der wir uns durch Werbung durchschalten müssen, nur damit Activision noch einen Cent oder 2 Cent mehr im Monat verdient. Das ist eine absolute Frechheit. Ich bin echt gespannt, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass ich sehr, sehr kritisch mit Activision dieses Jahr bin und ich bleibe auch definitiv der Meinung, dass ich absolut gerechtfertigt sagen kann, dass all das, was hier passiert, mittlerweile die größte Abzocke und der größte Betrug ist, den man jeweils gesehen hat. Und damit ihr aber trotzdem noch was Schönes heute habt, es gibt noch 2 Infos, die sind einfach unter dem Radar so durchgegangen. Die allererste Info ist, wir bekommen jetzt am Dienstag, das heißt allen 3 Tagen, die neue Arsenal Sandstorm Map. Und ich habe die Möglichkeit, euch ein bisschen In-Gameplay davon zu zeigen. Das ist von Nero Cinema, ein Kumpel von ihm, hat aus den PC-Daten das Ganze irgendwie rauskopiert und konnte dann die Runde im Prinzip spielen, ohne Gegner, ohne alles. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze verhalten wird, wenn da mehrere Spieler auf der Karte sind, denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, man sieht kaum was und ich habe schon die Befürchtung, dass da sehr viele NVIR, also Thermalvisiere, auf jeden Fall auf der Map vorhanden sein werden. Dazu kommt, wir kriegen 3 neue Maps, alle 3 neuen Maps, zusätzlich Arsenal Sandstorm. Diese 3 neuen Maps werden selbstverständlich nur für die Black Ops Passholders kommen. Warum sollten die, die jetzt nicht nochmal 50 Euro ausgegeben haben, auch in den Genuss kommen, mal eine neue Map zu bekommen? Nachdem wir Nuketown, was ein Remake ist, Kontraband ist schon wieder kopiert worden, dann haben wir Firing Range, was kopiert worden ist, Seaside ist kopiert worden. Also ihr seht, die Kreativität von Treyarch und Activision ist absolut überproportional hoch. Das ist auf jeden Fall eine neue Info, 3 neue Maps für uns. Nach wie vor offen ist immer noch die Sniper, die man auch im Schwarzmarkt sehen kann, wenn man sich anguckt, was alles zur Operation dazu gehört. Wann diese Sniper kommt und was mit ihr ist, ich habe leider keine Ahnung. Das Einzige, was sicher ist, nach der Operation Grand Haste wird es die Operation 4 geben. Das bedeutet, wir kriegen den Reaper als allererstes. Welche Spezialfähigkeiten er hat, kann man sich ausmalen, ist aber noch nicht gesichert, das Ganze.
Das ist das, was wir gestern mit dem Community-Update-Video von Treyarch wieder mitbekommen haben. Und das mit den Leaderboards, das haut mir echt die Füße unter dem Stuhl. Also ich kann, wirklich Leute, ich bin absolut sprachlos und habe sowas noch nicht gesehen. Das grenzt für mich wirklich an Wahnsinn und an Abzocke. Es ist nicht mehr schön. Es ist wirklich nicht mehr schön. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mich freuen, da ein paar Meinungen zu hören. Vielleicht bin ich ja auch der Einzige, der es für totalen Schwachsinn hält. Vielleicht bin ich auch der Einzige, für den es nicht zu kompliziert ist, während ich auf eine Runde warte, auf Start zu drücken, um mein Leaderboard zu sehen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, haut rein.